da sind wir. Biblos liegt vor uns. Kommt mit. Wie habe ich das hier hingesetzt, hä? Nicht schlecht. Du, Tommy, ich verdurste. Gibt's hier was zu trinken? Wozu fahren wir hier rauf? Um Biblos zu sehen oder was zu trinken? Ich muss was trinken. Du Materialistin denkst nur an das Leibliche. Das musst du ihr erzählen. Und du, eingebildeter Mensch, ahnst nicht, dass da unten die Trümmer der ältesten Stadt der Welt liegen. Vielleicht hast du mal was von Adam und Eva gehört. Die hatten da unten zwischen diesen Klamotten ihr erstes Rendezvous. Nimm du dir ein Beispiel an den beiden. Und wo ist der Baum mit den Feigenblättern? Da, der dritte. Ist der Knabe klug? Ja, das ist er auch. Sehr klug. Aber wenn ihr unwissend bleiben wollt, ist das eure Sache. Jones, kommst du nicht? Ich will nicht wieder davon anfangen, aber der Mann auf der Mauer beobachtet uns, seitdem wir hier sind. Ich finde den Mann ganz friedlich. Nun ist aber genug, finde ich. Und ich wette, dass er uns nachspioniert. Der sieht harmlos aus. Wir müssen nicht gleich jeden freundlichen Libanesen verdächtigen. Komm mit, Jonesy. Natürlich. Du bist bei uns sicher. Komm mit, Jonesy. Komm, Kinder. Und ich habe gedacht, die Franzosen hätten das erfunden. Ach, du bist ein scheußlicher Kerl, um nicht zu sagen ein Ferkel. So viele Gänge in so vielen Schüsseln habe ich noch nie gesehen. Ja, hast du denn noch nie eine Messer gegessen, das arabische Nationalgericht? Womit fangen wir an? Wir starten in der Mitte und essen nach außen. Ist das nicht komisch? Ich stelle das auf ein Podest als moderne Kunst. Ich glaube, es war Mimi, bei der ich das zum ersten Mal gegessen habe. Du bist ein Biest, Tommy. Na ja, ich weiß, das liegt an Hormonen. Ich hasse dich, du. Ah, die alte Hubble-Bubble. Bitte, der. Danke, das beruhigt sehr gut die Nerven. Ja, bloß, Geranien sind nicht mein Geschmack. Das ist was für dich, Jonesy. Du hast es nötiger.